Niago ans Podium bitten. Frau Niago ist Spezialistin für Neuropsychologie und Physiologie und sowie Strahlmedizin. Und sie hat sich sehr intensiv mit den Folgen, den gesundheitlichen Folgen auf die Kinder, also infolge der Tschernobyl-Katastrophe, beschäftigt. Und sie wird uns dazu jetzt etwas erzählen. Guten Tag, meine sehr verehrten Kollegen. Das Treffen heute ist besonders, da wir uns an einer Grenze befinden, wo die letzte Warnung an die Menschheit ergangen ist, in Gestalt der Havarie in Fukushima. Das ist das letzte Gentleman-Angebot an die Menschheit. Und nichtsdestotrotz ist es so, obwohl so viel passiert im Zusammenhang mit der Kernenergie, gibt es zwei verschiedene Meinungen. Das ist in erster Linie die Meinung der Atomlobby. Sie sehen sie in der oberen Kurve dargestellt. Die haben ganz gute Experten, da dürfen wir uns nichts vormachen. Und sie glauben, dass die Havarie in Tschernobyl natürlich passiert ist, es trat Radioaktivität aus, aber es gab ein System an Gegenmaßnahmen, das hat sich alles in gewisser Weise entwickelt und jetzt ist alles am Ende, jetzt ist alles abgeschlossen. Deshalb müssen wir, so sagen sie, lernen, mit Tschernobyl zu leben. Das war der Beschluss der Anzkehr und es wird auch ein solcher Beschluss vorbereitet. Aber Fukushima hat natürlich diese Pläne der Atomlobby ein bisschen durchkreuzt. Und Sie sehen die untere Kurve, die aufzeigt die Meinung, den Standpunkt der wissenschaftlichen Gemeinschaft, der Experten und Ärzte, die die Situation seit 25 Jahren beobachten. Leider ist diese Havarie hat sie stattgefunden, aber ein Ende ist nicht abzusehen, denn die Folgen sind in die Zukunft gerichtet, leider. Und die Zukunft, das sind unsere Kinder. Hier auf dieser Tabelle sehen Sie sehr einfach dargestellt, wie viele Opfer es gibt in der Ukraine. Mehr als 2.254.000. Ist das viel oder wenig? Das ist natürlich viel für ein solches Land wie die Ukraine. Und unter den Opfern 500.000. Opfer sind 500.000 Kinder, die nach Tschernobyl geboren wurden und immer noch in den kontaminierten Gebieten leben, also unter schweren wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen. Das sieht man anhand der Sterblichkeitsstatistik und der Geburtenstatistik. Sie sehen, die Geburtenrate ist sehr niedrig, das ist die untere Kurve, und die Sterblichkeit ist sehr hoch. Dieselbe Situation kann man ins Verhältnis setzen zur Zeit, die seit der Katastrophe vergangen ist. Sie sehen also, dass die Dosisrate mit der Sterblichkeitsrate, mit der Morbidität übereinstimmt. Das ist die rote Linie. Sie sehen also, die Sterblichkeit unter der verstrahlten Bevölkerung steigt. Und dasselbe ist für die Morbiditätsrate zu sagen. Das Rote, das sind die Liquidatoren, in deren Kohorte es praktisch heute keine gesunden Menschen mehr gibt. Dasselbe Bild finden wir unter den evakuierten Menschen und ein sich verschlechternder Gesundheitszustand ist auch unter den Kindern festzustellen. Die Kontingente sind ganz unterschiedlich. Sie sehen sie hier. Also es gibt hier ein Denkmal für Tschernobyl, diese tote Kiefer. Und das zeigt sich auch in einem starken Ansteigen von Schilddrüsenkrebs bei Kindern. Die Kinder waren damals, als der Unfall passierte. Wir wissen ja, es gibt eine Latenzperiode, eine Latenzzeit bei Krebs, aber bei den Kindern ist diese Latenzzeit sehr stark verkürzt. Also die ersten Fälle von Schilddrüsenkrebs sind natürlich bei den Tschernobyl-Kindern aufgetreten. Dieselbe Kurve beobachten wir bei den Kindern in Belarus, damit Sie das wissen. Und was ist denn interessant hier auf dieser Folie? Das sind
Kandidatin aus der Chirurgie, die zeigt, dass nicht nur die Opfer, die Überlebenden, sondern auch in der zweiten Generation, das ist das Gelbe, die gelbe Kurve unten, auch in dieser zweiten Generation treten vermehrt Schilddrüsenkrebsfälle auf. Das sind zum Teil gutartige und bösartige Tumoren, also hier ist das Verhältnis, also tödliche Fälle, wie wir sagen, steigen sehr stark an. Hier sehen wir dieselbe Situation in den kontaminierten Gebieten. Die nördlichen Regionen der Ukraine sehen Sie, die gelten ja als kontaminiert und dort steigt die Schilddrüsenkrebsrate sehr stark an. Andere Tumoren treten auf unter allen Kontingenten. Unter allen untersuchten Gruppen, es gibt ein Ansteigen der Gehirntumoren. Statistisch ist auch nachgewiesen, dass die Brustkrebsrate steigt, die Prostatakrebsrate, Schilddrüsenkrebs und Blutkrebs. Kurven sind einfach nur Kurven, das zeigt jetzt nichts Besonderes an, aber ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Krebsrate nicht nur der genannten Organe, die ich gerade aufzeigte, anwächst, sondern generell die Krebsrate aller Organe und wir stellen eine zusätzliche stetige Steigerung der Krebsrate fest. 38,2% zusätzlicher Krebsfälle auch unter den Kindern. Und auch die Erbkrankheitsrate steigt an. Es gibt noch eine weitere Krebsart, die wir in den Opferländern noch gar nicht untersucht haben. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die wir in der Ukraine festgestellt haben. Es handelt sich um Gehirntumoren bei kleinen Kindern. Schauen Sie, wie das ansteigt. Leukämie. Mit die Frage des Kinderblutkrebses wird ja immer diskutiert, wir werden immer kritisiert, dass wir die Situation übertreiben, dass wir nicht genügend Daten zur Verfügung haben, aber das stimmt nicht. Die Kinderleukämie nimmt zu und zwar bei Kindern, die in Utero bestrahlt wurden. Ich zeige Ihnen hier die Daten unserer Forscher, der die diese Gesetzmäßigkeit beweisen. Und was uns natürlich besonders beunruhigt, das sind die genetischen Folgen für die Zellen, die für das Krebswachstum und für die Entstehung von Krebs verantwortlich sind. Das sehen Sie hier, ist ebenfalls ansteigend. Es gibt eine Abhängigkeit von der Dosis natürlich, ein direktes Verhältnis, aber nicht so groß. Die Dosen waren zwar nicht so groß scheinbar, aber Sie sehen trotzdem, es gibt einen sehr großen Unterschied. 10 bis 40 Millisievert, bis 400 sogar Millisievert haben diese Gehirne der Kinder abbekommen und das ist natürlich ziemlich viel für ein Kind. Tschernobyl ist charakteristisch, dass es verschiedene Bestrahlungen gab, durch Jod, radioaktives Jod und radioaktives Cäsium und diese Kombination führte zu einer solchen Instabilität des genetischen Apparates und das ist sehr gut nachzuweisen. Parallel dazu haben wir ein Ansteigen der generellen Morbidität. Schauen Sie hier, es gibt unterschiedliche Kohorten hier, Liquidatoren, Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und unter den Kindern stellt man fest ein stetiges Ansteigen somatischer Erkrankungen. Und die Kurven sehen Sie, es gibt praktisch oder gibt immer weniger gesunde Tschernobyl-Überlebende. Das sind statistische Angaben, das sind Ergebnisse eines Monitorings. Ich möchte gar nicht auf die Liquidatoren eingehen, die Lage dieser Menschen kennen Sie sehr gut. Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass nicht 200.000 Menschen an der Liquidation beteiligt waren, an den Aufräumarbeiten, sondern 850.000. Diese Havarie oder die Folgen der Havarie wurde durch die
Sowjetarmee beseitigt. Das waren 600.000 Militärangehörige, die sehr viele Aufräumarbeiten geleistet haben. Das setzt sich immer noch fort und ein Ende ist nicht abzusehen, leider. Da gibt es natürlich offene Fragen, das muss man wissen. Die Dosimetrie war offensichtlich falsch. Die Messungen, die durch die Liquidatoren vorgenommen wurden, unsere Angaben zeigen, dass diese Daten um Größenordnungen erhöht werden müssen. Es waren nicht 134, wie die IAEA sagt, sondern sehr viel mehr, besonders unter den Militärangehörigen, unter den Liquidatoren. Und es gibt keine Wunder, wie Sie sehen, die Mortalität in dieser Kohorte ist sehr hoch und sie steigt immer weiter an, die Invaliditätsrate ebenfalls, die Mobilität ist sehr hoch und weiter fortschreitend. Grauer Star ist sehr stark bei Ihnen vertreten und es gibt neue Erkenntnisse, die zeigen, dass die Schwelle der Dosis zur Entstehung von grauem Star nicht 2 Gray ist, sondern eine Größenordnung darunter liegt, bei 15 Centigray fängt das nämlich an. Und in dieser Kohorte ist tatsächlich ein Ansteigen von zerebralvaskulären Erkrankungen festzustellen, Gefäßerkrankungen nehmen zu und das ist ganz klar im Zusammenhang zu sehen mit der Strahlung. Das ist auch wichtig zu wissen, denn nicht nur Tumoren sind strahleninduziert, sondern auch andere Erkrankungen. Und die wichtigste Frage, wie leidet das Gehirn durch die Strahlung? Sie kennen ja, dass in der Strahlenmedizin die Meinung vorherrscht, dass das Nervengewebe sehr radio- oder strahlungsresistent ist und dass man nicht erwarten sollte, dass das Gehirn darunter leidet. Unsere Daten sagen allerdings das Gegenteil aus. Und Sie sehen hier, der Gefäßfaktor liegt dem zugrunde, die kapillaren Schädigungen und eine koronare Erkrankung des Gehirns entsteht dadurch. Und die psychologischen Folgen dessen, von denen so viel gesprochen wird und die prävalierend zu sein scheinen, sind tatsächlich da. Es gibt nervliche und psychische Erkrankungen in dieser Kohorte sehr hoch und Sie sehen das Ansteigen oder dieses Höhepunkt der Depressionen erklärt auch die große Anzahl an Selbstmorden unter diesen Menschen. Ich denke, dass die Bevölkerung, die das größte Opfer ist oder die stärkste Opfergruppe ist, nicht die Liquidatoren. Die Liquidatoren, muss man praktisch als Militärangehörige sehen. Die haben einen Befehl ausgeführt und nichts, aber die schlimmsten Opfer sind Unschuldige, also die evakuierten Menschen, die unterschiedliche Strahlendosen abbekommen haben. Wie Sie sehen, sind sie außerdem verbracht worden in Gegenden links hier. Es wurden neue Dörfer gebaut für sie extra nach der Katastrophe. Aber wie Sie sehen, dass diese neuen Dörfer auf kontaminiertem Gebiet in der Nähe von Kiew errichtet wurden. Also die Probleme gehen weiter, sie nehmen weiter, absorbieren weiterhin Dosen seit 86 und unter dieser Kohorte sind die Opferzahlen leider am höchsten. Was die Kinder anbelangt, die Kinder der Ukraine, 20% der Kinder der Ukraine leben gegenwärtig auf unterschiedlich stark kontaminiertem Gebieten, Cäsium, Strontium und Plutonium. Wir möchten Sie erinnern, dass 60% der Kinder der Ukraine in 1986, die damals Kinder waren, Strahlungen abbekommen haben auf die Schilddrüse von 50 Milligray und darüber hinaus. Unter diesen beobachtet man natürlich ein Ansteigen von Krebserkrankungen, von Erberkrankungen.